kann die Charaktere nicht wechseln. Ich drücke die ganze Zeit B und ich bin immer noch Markus. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy, oder? Oder muss ich den jetzt tatsächlich ablenken? Pass mal auf, was passiert denn? Keine Bewegung oder ich schieße! Okay, es kam ja gerade ein Speicherpunkt. Was zum Teufel habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Jetzt stürzt wahrscheinlich wieder das Spiel ab. Ich stopp mal eben kurz die Aufnahme. Ah, wenn ich die Aufnahme stoppe, dann funktioniert es. Dann stürzt das Spiel wenigstens nicht ab. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Ich habe nicht gut genug zugehört, glaube ich. Ich habe mich jetzt gerade so gefreut, dass ich es hier geschafft habe. Was hat er gesagt? Wie wollte er denn ablenken? Ich versuche einfach mal hinten rum zu gehen. Ah, Moment mal, kann ich hier hoch? Nee. Ich gehe einfach mal komplett hier rum. Ah, Moment. Hier haben wir doch was. Sehr schön. Bist du okay. Dran, Lukas? Der Typ läuft und ich muss hochklettern. Und ihr wisst, was das bedeutet. Daumen. Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer. Aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Es zählen nur die Kreise auf dem Boden. Es zählen nur die Kreise auf dem Boden. Das heißt, ein Stückchen kann ich noch. Ab geht's. Wow, der schwenkt, oh Gott, der schwenkt gerade ein bisschen hin und her. Ist das euer Ernst? Das packe ich nicht. Was packe ich? Wow, ach, ich muss auch runter. Nervenaufreibend. So. Da ist der Eingang zur Halle. Hier haben wir einen großen Scheinwerfer. Sollte doch passen, wenn ich einfach rüberrenne, oder? Das war knapp, Leute. Das war mächtig knapp. So. Der ist ganz schön schnell unterwegs da vorne. Ich glaube aber, das reicht. Das reicht, wenn ich hier entlang gehe. Müsste passen. Und da ist der Eingang. Oh Gott, endlich. Nervenaufreibend, aber spannend und hat Spaß gemacht. Wow, das ist aber mal dunkel hier. Ich erkenne gerade nichts. Das Gefühl, ich komme hier nicht raus. Was ist denn das hier? Warum ist das so dunkel? Ist das... Okay. Ich wollte gerade erst sagen, ist das ein bisschen buggy? Ist das jetzt wieder die Tür nach draußen? Was? Er ist tot, Gebieter. Gut. Sehr gut.
Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich das Indigo-Kind finden. Die Zeit wird knapp. Die Visionen werden klarer und klarer. Ich habe Ihren Standort fast geortet. Dann machen Sie schnell. Die Zeit drängt. Das Kind darf uns nicht entwischen. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Sie können nun gehen. Als ich den Anruf erhielt, zögerte ich keine Sekunde. Ich erzählte niemandem davon, nicht mal Tyler. Alles, was ich wusste, war, dass ich zum Grab von Tiffany Harper kommen sollte, die am gleichen Morgen beigesetzt worden war. Lucas Kanes Ex-Freundin. Die ist jetzt tatsächlich gestorben? Was? Das hätte ich aber nicht gedacht. Vorne müsste das Grab von Lukas Eltern sein. Ich gehe da auch mal kurz hin. Hier ist es. Vielleicht sagt sie da was zu. Nee. Okay, da geht's nicht weiter. Tiffany ist tatsächlich tot. Ich gehe hier jetzt einmal... Oh gut, ich kann hier gar nicht rumgehen. Ich wollte gerade sagen, gehen wir hier doch einfach mal... Oh, hier ist es. Einfach mal rum. Bevor ich mir das anschaue... Kann ich auch nicht weitergehen. Sie war ein guter Mensch. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Vertrauend, misstrauisch. Sie haben Nerven, Herr Kane. Mich anzurufen und ein Treffen zu vereinbaren, wo Ihnen jeder Bulle auf der Spur ist. Ich bin perplex. Ihre Untersuchung enthält viel zu viele Grauzonen, als dass Sie die offizielle Version glauben würden. Sie sind hier, weil Sie hoffen, von mir Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Wie seltsam. Sein Atem erzeugt keinen Dampf, als sei er von vornherein kalt. Ja und? Wer ist dann der Mörder? Ich weiß nicht, wie er heißt. Das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist, der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszulöschen, die ihn gesehen haben. Orakel, warum? Das Orakel arbeitet nicht allein, oder? Ach, er ist Teil eines Geheimclans, der nur die Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen, und sie werden alles tun, um das Indigo-Kind zu finden. Ist es der orangene Clan? Sie kennen ihn schon? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Er erzählte mir davon. Das ist alles kaum zu glauben. Aber seine Geschichte ist stimmig und passt zu dem, was ich inzwischen weiß. Lukas Wohnung, Lukas Opfer, Quelle. Woher wissen Sie das alles? Ich weiß es eben. Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Helfen mir? Ich sag mal helfen. Helfen? Was? Wieso Ihnen helfen? Ich wollte jetzt nicht unfreundlich sein. Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie heute hierher kamen, ohne Alarm zu schlagen. Weil Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Denn wenn wir nicht sofort was unternehmen, wird die Kälte den gesamten Planeten überziehen und uns mit ihm. Selbst wenn Sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht, aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen und werde wissen, wo sie ist. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und mit einem mutmaßlichen Mörder, nachdem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen oder aber mir vertrauen und helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Was soll ich bloß tun? Wenn er lügt, leiste ich einem Mörder Hilfe und lande im Gefängnis. Aber wenn er die Wahrheit sagt, muss ich ihm helfen. Sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Keins von beiden. Ich war nur im falschen Moment, am
falschen Ort. Seine Hand. Eiskalt. Und wir können mal wieder auswählen, mit wem es weitergeht. Lukas am unbekannten Ort oder Carla und Tyler auf der Polizeiwache. Ich glaube, ich entscheide mich für die Polizeiwache mit Carla. Fast im ganzen Land ist die Wasser- und Stromversorgung zusammengebrochen. Die Armee wurde beauftragt, Unterschlupf für die notwendigsten Güter bereitzustellen. Aber die Kälte und der Schnee behindern ihre Bewegungsfreiheit. Auch der Flugverkehr ist wegen der Stürme im ganzen Land zusammengebrochen. Die Wissenschaftler können sich diese Kältewelle, die inzwischen den gesamten Planeten betrifft, noch immer nicht vollständig erklären. Temperaturen sinken weiterhin weltweit. Die Behörden... Tja, da können wir nichts mehr machen. Jetzt liegt es beim Militär, den Leuten zu helfen. Du solltest ein wenig schlafen. Hast seit 2 Tagen kein Auge mehr zugetan. Dafür muss ich erst wieder warm werden. Ist alles abgefroren. Du, Carla, kann ich dich mal ganz offen was fragen? Ja. Dann wohl besser jetzt oder nie. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir irgendwas in diesem Kane-Fall. Stimmt's? Oh, wir sind ehrlich zu ihm. Ja. Ich habe ihn gefunden, aber ich halte ihn für unschuldig. Ich habe nichts gesagt, um dich nicht darin zu verwickeln, Tyler. Bist du mir böse? Nein, wieso denn? Außerdem ist das nun eh unwichtig bei dem, was hier abgeht. Und solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du kaum daneben liegen. Oha. Warum kommt sie denn vorbei? Ach, jetzt spielen wir doch mit Tyler. Okay, ich werde mich nochmal ganz schnell hier umschauen, ob hier irgendwo Bonuskarten sind. Ich finde es ja witzig, die beiden frieren total, sind hier in dicker Winterjacke. Und den anderen Kollegen scheint es echt egal zu sein, teilweise im Pullover und so. Gut, ich glaube, hier ist nichts mehr. Dann werde ich doch mal mit ihr sprechen. Ich habe eine schlimme Befürchtung. Sam, was machst du denn hier, Baby? In einer Stunde geht ein Zug nach Florida. Wahrscheinlich für lange Zeit der letzte. Ich werde ihn nehmen, Tyler. Wenn es sein muss, auch ohne dich. Wenn du mich wirklich liebst, gibst du deinen Job auf und kommst mit. Wenn diese Kälte aufhört, fangen wir ein neues Leben an. Ein normales Leben. Du musst dich entscheiden, Tyler. Ach, wir haben sogar noch die Wahl. Ich dachte, sie macht Schluss, aber wir gehen mit. Ich liebe dich auch, Sam. Für nichts in der Welt würde ich dich aufgeben. Tyler, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Ich komme sofort. Also, ich muss ja gestehen, ich konnte ihre Reaktion nicht immer wirklich nachvollziehen. Dass sie sich Sorgen um ihn macht, klar, ist verständlich. Moment, kommen wir da rein? Okay, er klopft einfach nur. Ja, wie gesagt, ich konnte ihre Reaktion teilweise nachvollziehen, finde das aber so übertrieben da. Weiß ich nicht, so einen Aufstand zu machen, nur weil sie sich sorgt. Er ist ja auch jetzt erstmal nur seiner Arbeit nachgegangen. Naja, ich denke, Carla wird uns nicht böse sein, oder? Carla, ich... Solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du nicht wirklich daneben liegen. Viel Glück in Florida, Tyler. Oh, es geht los. Das Indigo-Kind. Ah, sie ist im Waisenhaus. St. Thomas. Oh, leider vertan.
Da wären wir. Bist du dir deiner Sache sicher? Das Orakel hat das Kind gesehen, genau wie ich. Er wird sie suchen und kann jeden Moment da sein. Ich muss sie finden, bevor er es tut. Warte hier auf mich. Ich beeil mich. Das ging ja jetzt verflucht schnell. Er schläft bei ihr? Gut, auf dem Sofa, aber trotzdem, sie kommt in Unterwäsche zu ihm? Was ist da los? Ich darf keine Zeit verlieren. Okay. Ich muss das Mädchen vor dem Orakel finden. Na, dann mal los. Hallo. Hallo. Sie dürfen da nicht rein. Er geht einfach. Ich muss mich beeilen. Das Orakel wird jeden Moment. Ah, hier sind die Bilder an der Wand. Das war gegenüber von dem. Ja, genau, von diesem hier. Ja, genau, da müsste das gewesen sein. Oder aber, pass auf, Lukas. Oder aber in der Tür daneben. Hier ist es, ja. Das Bild mit Maria und dem Jesuskind. Sie dürfen da nicht rein. Shit, er ist schon da. Ich habe dich im Traum gesehen. Du musst mit mir kommen. Wir müssen sofort von hier weg. Völlig teilnahmslos, als wäre sie gar nicht da. Okay, raus hier. Aha, du lebst also noch immer. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Gib mir das Kind und ich gewähre dir einen raschen Tod. Wenn du sie zu deinen Gebietern bringst, wird sie dazu herhalten müssen, die Menschheit zu versklaven. Was kümmert dich das? Du wirst tot sein, bevor dies eintritt. Gib mir das Kind. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Okay, wir nehmen die Tür, wo Exit steht. Du musst hier bleiben. Und rühr dich nicht vom Fleck, okay? Ich komm zurück und hol dich. Hoffentlich. Ich glaube, das, was jetzt folgt, ist ziemlich krass. Auch noch vage Erinnerungen. Geht alles sehr schnell. Vor allem wird es sehr lange gehen, so wie ich das in Erinnerung habe. Okay, das zieht also direkt ab, wenn man sich einmal verklickt. Alles klar. Shit. Eieiei. Was? Oh, ich hab's aber geschafft, oder? Thank you.
nochmal von vorne? Damit endet meine Geschichte. Ich hatte versagt. Mir war es fast gelungen, mit dem Indigo-Kind zu fliehen. Ich hätte sie beschützen und die Menschheit retten können. Aber das Orakel war stärker gewesen als ich. Ich weiß nicht, was dann geschah. Und um ehrlich zu sein, will ich das auch lieber nicht wissen. Okay.